Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest das im Video verwendete Bolk-Zahnriemen-Set exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Batterie abzutrennen. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz die Klemme vom Minuspol. Vor diesem Vorgang empfehlen wir dir unsere Videos 10 Dinge, die du wissen musst, wenn du deinen Zahnriemen wechselst und so entleerst und spülst du das Kühlsystem anzuschauen, da du diese beiden Arbeiten unbedingt durchführen musst, um einen Motorausfall zu vermeiden. Um den Zahnriemen an deinem Wagen zu wechseln, musst du die Vorderseite des Wagens anheben und das Rad auf der Beifahrerseite abnehmen, damit du einen vollständigen Zugang hast. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf 2 Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Dann kannst du das Rad abnehmen. Vergiss nicht, es unter den Wagen zu schieben. Du musst auch den Kotflügel entfernen, um Zugang zum Antriebsriemen zu haben. Für diesen Vorgang musst du den Antriebsriemen und die Antriebsrolle entfernen. Wir empfehlen dir dazu unser Video, den Antriebsriemen beim Clio 4.1,5 DCI wechseln anzuschauen. Entferne die Abdeckung vom Kurbelgehäuse. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 19 mm Einsatz sowie einem 19er Maulschlüssel die beiden Schrauben von der unteren Motorhalterung und entferne diese dann. Donc là, avant d'enlever la pompe à eau, il va falloir que tu purges le circuit de refroidissement. Si tu le fais pas, quand tu vas enlever la pompe à eau, tu vas t'en mettre partout, tu vas avoir du liquide plein ton garage. Du coup, on t'a créé une vidéo spécialement pour ça, il faut que tu ailles la voir. C'est comment purger ton liquide de refroidissement et surtout à la fin, quand tu auras fini ta distrib, comment réamorcer ton circuit. Si tu le fais pas, tu vas avoir des gros problèmes, tu vas avoir de l'air dans ton circuit, ça peut entraîner une surchauffe et la casse de ton moteur. Mais la vidéo, elle est nickel et tu vas tout comprendre. Et n'oublie pas un like et surtout un petit commentaire pour dire merci. Dazu musst du zuerst das Kühlsystem entleeren. Verwende dazu eine verstellbare Zange, um den Schlauch zu entfernen, der sich unter dem Ölfilter befindet und direkt mit dem Kühler verbunden ist. Für mehr Informationen zu diesem Vorgang ist es wichtig, das Video "So entleerst und spülst du das Kühlsystem" anzuschauen. Lasse die Flüssigkeit einige Minuten lang ablaufen. Entferne zunächst im Motorraum den Lufteinlasskanal vom Luftfilterkasten. Führe dazu einen Schraubenzieher in die Kerbe oberhalb des Kühlergrills ein, heble den Lufteinlasskanal auf und schiebe ihn dann zur Seite. Um ihn komplett zu entfernen, löse die elektrische Verkleidung des Kanals mit einem Flachschraubenzieher. Neben der Motorhalterung auf der Beifahrerseite musst du die beiden Kraftstoffschläuche trennen und sie auf die Seite schieben, um Platz für die nächsten Vorgänge zu schaffen.
Nachdem du die Schläuche abgeklemmt hast, schütze die Schlauchhalterung mit einem Tuch, damit kein Schmutz auf sie gelangen kann. Entferne dann den Vakuumbrecher, der an der Motorhalterung angeklipst ist. Für diesen Vorgang musst du die Motorhalterung auf der Beifahrerseite entfernen. Dazu musst du mit einem Wagenheber unter der Ölwanne Ausgleich schaffen. Außerdem wirst du den Motor immer wieder anheben und absenken müssen, um bestimmte Zugänge zu erleichtern. Für die besonderen Zwecke des Videos haben wir einen Hebebock verwendet. Sobald der Wagenheber gespannt ist, löse mit einem Steckschlüssel und einem 16 mm Einsatz die vier Schrauben, die die Motorhalterung auf dem Motor befestigen, und entferne sie dann. Löse dann mit demselben Werkzeug die vier Schrauben, die die Motorhalterung am Fahrgestell befestigen. Du kannst nun die vier zuvor gelockerten Schrauben entfernen. Entferne dann die drei Halteschrauben auf dem Fahrgestell. Um die Halterung zu entfernen, senke zuerst den Motor leicht mit Hilfe des Hebebocks oder des Wagenhebers. Löse dann mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz die Halteschrauben des Klimaanlagenkanals, um die Motorhalterung leichter entfernen zu können. Entferne die Motorhalterung. Hebe den Motor leicht an, um dir den Zugang zum Plastikschutz zu erleichtern. Klappe die beiden Haltelaschen am oberen Teil des Schutzes ab und öffne ihn dann. Du hast nun Zugang zu den beiden anderen Laschen, die du mit einem Schraubenzieher abklappen kannst. Klappe dann die zentrale Schraube mit einem langen Flachschraubenzieher ab. Du kannst nun den Plastikschutz entfernen. Du musst dann die Metallplatte entfernen. Um die verschiedenen Schrauben zu erreichen und zu entfernen, stellst du die Höhe des Motors mit dem Heber ein. Löse mit einem 10 mm Einsatz die fünf Schrauben, die sie festhalten. Du kannst dann die Metallplatte entfernen, indem du sie um sich selbst drehst. Trenne am Radzugang hinter der Dämpferscheibe den elektrischen Anschluss der Verkleidung, die durch die Kunststoffabdeckung verläuft und den Zahnriemen schützt. Löse mit einem Flachschraubenzieher die Klammer der Verkleidung und entferne sie dann von der Kunststoffabdeckung. Klappe mit einem Flachschraubenzieher die Haltelasche der Plastikabdeckung auf der rechten Seite ab. Und klappe dann die beiden Laschen auf der linken Seite ab. Hebe den Motor leicht an und entferne dann die Plastikabdeckung. Nun muss der Motor eingestellt werden. Dies ist eine extrem wichtige Etappe. Drehe dazu den Motor, um näher an die Einstellpunkte zu kommen, indem du die Schraube der Dämpferriemenscheibe mit einem Steckschlüssel und einem 18 mm Einsatz drehst.
Es ist strengstens untersagt, den Motor gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Zuerst musst du den Arretierungsstift der Kurbelwelle anbringen. Alors là, on arrive sur une des étapes les plus importantes, c'est le calage de ta distribution. Donc déjà, premièrement, on te conseille de te munir des bonnes piges de calage. Ça coûte pas très cher et c'est super important pour réussir ta distribution. Deuxièmement, on t'explique le mieux possible comment bien faire ton calage. Il y a des petites astuces et des étapes à bien respecter. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as une remarque ou juste pour dire merci. Et surtout, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et tu t'abonnes. Die richtige Stelle, um ihn zu platzieren, ist, wenn der grüne Einstellungspunkt der Nockenwellenscheibe fast das rote Zugangsloch auf der Nockenwellenscheibe erreicht. Bevor du den Motor einstellen kannst, musst du die Verschlussschraube entfernen, durch die du den Arretierungsstift der Kurbelwelle mit einem weiblichen E11-Torx-Einsatz anbringen wirst. Diese befindet sich unter dem Starter. Du kannst von oben oder von unten am Fahrzeug darauf zugreifen. Bringe den Arretierungsstift der Kurbelwelle an und schraube ihn an. Lass dann den Motor laufen, bis die Kurbelwelle in der oberen Position auf den Arretierungsstift trifft. Dann wird die Nockenwellenriemenscheibe perfekt vor ihrem Steuerpunkt positioniert. Du musst nun den Arretierungsstift der Nockenwellenscheibe einsetzen. Möglicherweise ist er etwas schwierig anzubringen. Du musst dann die Dämpferriemenscheibe entfernen. Verwende ja keinen Steckschlüssel, um sie zu lösen. Du könntest dadurch deine Einstellung verlieren oder den Arretierungsstift im Motor verbiegen. Verwende darum einen Impulsschrauber, der die Kurbelwelle nicht zum Rotieren bringt. Wir empfehlen dir unser Video, wie blockiert man ein Motorschwungrad, anzuschauen, um die Dämpferriemenscheibe einfach zu lösen. Wir erklären dir, wie man es sicher erreichen und blockieren kann. Du kannst jetzt sehen, dass die Kurbelwelle korrekt eingestellt ist, wenn die rot markierte Scheibenfeder um 90 Grad zur Senkrechten steht und der grün markierte Punkt auf dem unteren Zahn des Zwischenrads in der untersten Position ist. Setze die Schraube der Dämpferriemenscheibe wieder ein, so kannst du die Einstellung bei den nachfolgenden Vorgängen überprüfen. Passe die Höhe des Motors an, damit du die Antriebsrolle leicht erreichen kannst. Löse sie dann mit einem 13 mm Einsatz. Entferne dann die Antriebsrolle. Du kannst nun den Zahnriemen entfernen. Löse mit einem 8 mm Einsatz die drei Schrauben, die den Plastikschutz befestigen, der die Wasserpumpe verdeckt. Klappe die Verkleidung des Vakuumbrechers, die am Plastikschutz befestigt ist. Entferne sie dann. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 8 mm Einsatz die 5 Halteschrauben von der Wasserpumpe und entferne sie dann. Entferne die Dichtung der Wasserpumpe.
Bei einigen Modellen musst du fest an der Dichtung ziehen, um sie komplett entfernen zu können. Um eine Undichtigkeit zu vermeiden, musst du die Dichtungsfläche an der Wasserpumpe gründlich reinigen. Du kannst dir ein feines Schleifpapier zu Hilfe nehmen, um die alte Dichtung leichter zu entfernen. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool. Du findest die im Video verwendeten Bulkteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir eine neue Wasserpumpe und die mitgelieferte Dichtung zur Hand. Wenn es sich bei der mitgelieferten Dichtung um eine Papierdichtung handelt, beschichte die Dichtfläche und die Papierdichtung großzügig mit Kühlmittel, um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten. Tipp: Bringe zwei Schrauben an der Pumpe an. Dies wird dir helfen, die Dichtung beim Einbau am richtigen Platz zu halten. Bringe die neue Wasserpumpe an, schraube sie zunächst von Hand an. Die Schrauben müssen mit einem Drehmomentschlüssel festgezogen werden. Bringe dann die Plastikplatte wieder an und schraube sie an. Löse mit einem 8 mm Einsatz die drei Schrauben der Nockenwellenscheibe leicht, gerade so weit, dass du sie in ihren Gleitpunkten drehen kannst. Dann drehst du sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, ohne die Schrauben anzuziehen. Du musst nun den neuen Zahnriemen anbringen. Prüfe zunächst mit dem Steckschlüssel, ob die Kurbelwelle am Arretierungsstift anliegt. Nimm dann den neuen Zahnriemen und achte auf die Montagerichtung. Die Pfeile des Zahnriemens müssen im Uhrzeigersinn ausgerichtet sein. Um den Zahnriemen richtig einzubauen, sind Markierungen auf der Riemenscheibe der Hochdruckpumpe der Nockenwelle und dem Zwischenrad der Kurbelwelle zu sehen. Beginne den Zahnriemen auf den Riemenscheiben der Nockenwelle und der Hochdruckpumpenräder zu positionieren, indem du die Markierungen auf dem Zahnriemen nach jenen an den Riemenscheiben ausrichtest. Führe dann den Zahnriemen über die Spannrolle der Wasserpumpe. Halte dann alles fest und setze den Zahnriemen auf das Zwischenrad der Kurbelwelle. Nimm dir die neue Antriebsrolle zur Hand, die im Set mit dabei ist. Setze die Antriebsrolle wieder ein und achte dabei darauf, dass der Zentrierstift richtig eingesetzt ist. Platziere die Rolle hinter dem Zahnriemen und schraube sie zuerst locker wieder an. Sobald die Rolle platziert ist, überprüfe nochmals, ob die Markierungen immer noch übereinstimmen. Du musst dann den Einbau des Zahnriemens testen. Setze dazu die Antriebsrolle unter Spannung in ihrer normalen, oberen Position. Spanne mit einem 6er Inbusschlüssel den Zahnriemen, indem du gegen den Uhrzeigersinn drehst und blockiere ihn dann mit einem Steckschlüssel und einem 13 mm Einsatz. Schraube ihn schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest.
ziehe die Schrauben der Nockenwellenriemenscheibe mit einem Drehmomentschlüssel an. Entferne den Arretierungsstift der Kurbelwelle und dann jenen der Nockenwelle. Bevor du den Zusammenbau kontrollierst, setze die zuvor ausgebaute Dämpferriemenscheibe wieder ein, damit der Zahnriemen während dem Test nicht auf den Rollen hin und her schwingt. Führe mit einem Steckschlüssel und immer noch gegen den Uhrzeigersinn zwei volle Umdrehungen des Zahnriemens aus, was einem Motorzyklus entspricht. So kannst du prüfen, ob der Motor richtig synchronisiert ist, das heißt, ob die Einstellung korrekt vorgenommen wurde. Die Kompression des Motors kann die Drehung erschweren. Prüfe auf jeden Fall, dass es keine harten Blockierungen gibt. Bei jeder Umdrehung des Zahnriemens verschieben sich die Markierungen auf dem Zahnriemen und auf der Nockenwelle. Mach dir keine Gedanken darüber. Nach etwa 10 Umdrehungen sind diese Markierungen wieder synchron. Nach 2 Zahnriemenumdrehungen muss der Motor neu eingestellt werden. Setze zuerst den Arretierungsstift der Kurbelwelle wieder ein. Lasse deinen Motor laufen, bis du den oberen Totpunkt wieder findest und setze dann den Arretierungsstift der Nockenwelle wieder ein. Dieser kann noch schwieriger einzusetzen sein. Drehe nach dem Einstellen die 3 Schrauben der Nockenwellenriemenscheibe leicht heraus. Ändere dann die Spannung der Antriebsrolle. Löse diese dann leicht und positioniere dann den Pfeil wieder an seinem normalen Platz in der Mitte des Rasters. Ziehe dann die Antriebsrolle wieder an und beende das Anziehen mit einem Drehmomentschlüssel. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Ziehe die 3 Schrauben der Nockenwellenriemenscheibe mit einem Drehmomentschlüssel an. Entferne dann die 2 Arretierungsstifte und vergiss nicht, die Verschlussschraube wieder anzubringen. Entferne die Dämpferriemenscheibe. Setze die seitliche Schutzplatte wieder ein, indem du diese in ihre 2 Laschen im unteren Teil schiebst und dann die 3 oberen Laschen schließt. Bringe die Verkleidung wieder in der Plastikabdeckung an. Schließe dann den elektrischen Anschluss wieder an und klemme ihn wieder fest. Klemme die Verkleidung des Vakuumbrechers wieder im Plastikschutz fest. Du kannst dann die Metallplatte wieder anbringen und sie dann wieder festschrauben. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Schiebe den Plastikschutz richtig an seinen Platz. Und positioniere dann die zentrale Schraube von Hand an ihren Platz und stoße sie mit einem langen Schraubenzieher hinein. Schließe die 4 Verschlüsse des Schutzes. Du kannst nun die Motorhalterung wieder an ihren Platz anbringen. Drehe zunächst die 3 Schrauben der Halterung auf der Seite des Fahrgestells wieder leicht ein. Passe die Höhe des Motors an, damit du die Schrauben einfach an der Motorhalterung anbringen kannst.
und schraube sie dann bis zum Kontakt an und ziehe sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Ziehe die Schrauben der Halterung auf der Seite des Fahrgestells mit einem Drehmomentschlüssel fest. Du kannst nun den Wagenheber oder den Hebebock wieder entfernen. Schraube mit einem 10 mm Einsatz die Klimaanlageleitung wieder an. Klemme die drei Kraftstoffleitungen wieder an. Bringe den Vakuumbrecher wieder an. Setze dann den Riemenspanner des Antriebsriemens wieder ein, bevor du die Dämpferriemenscheibe wieder einsetzt. Dies wird dir den Vorgang erleichtern. Wir empfehlen dir auch, eine neue Dämpferriemenscheibe einzusetzen, sowie eine neue Schraube, da die Schrauben zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Setze die Dämpferriemenscheibe ein. Der Stift des Zwischenrads vermeidet Fehler bei der Zentrierung. Es ist sehr wichtig, den Anzugdrehmoment der Schraube der Dämpferriemenscheibe zu beachten. Nachdem du die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel angezogen hast, musst du sie zusätzlich anziehen und dabei den angegebenen Winkel beachten. Für das Festschrauben empfehlen wir dir, unser Video »Wie blockiert man ein Motorschwungrad?« anzuschauen, um die Dämpferriemenscheibe einfach zu lösen. Wir erklären dir, wie man es sicher erreichen und blockieren kann. Du kannst nun den Antriebsriemen wieder einsetzen. Um den Antriebsriemen wieder einzusetzen, empfehlen wir dir das Video »Den Antriebsriemen beim Clio 4 1,5 dci wechseln« anzuschauen. Du kannst nun den Kotflügel wieder anbringen. Du kannst nun die untere Motorhalterung wieder anbringen. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Bringe den Kühlmittelschlauch wieder an, den du beim Entleeren entfernt hast. Bevor du deinen Wagen in Betrieb nimmst, musst du unbedingt das Kühlmittel nachfüllen und das System entlüften. Schau dir dazu das Video »So entleerst und spülst du das Kühlsystem« an. Bringe die Abdeckung wieder an. Du kannst dann das Rad wieder an deinem Wagen anbringen und ihn wieder auf den Boden stellen. Bringe den Luftkanal der Luftfilterbox wieder an und klipse die elektrische Verkleidung an. Schließe die Batterie wieder an. Vorgang beendet. Bon, là, c'est le moment le plus stressant, hein. Donc, avant de redémarrer, tu penses bien si t'as tout fait, remis le liquide de refroidissement, bien remis tout en place au niveau de la courroie de distribution. Surtout, t'oublies pas d'enlever les piches de calage. Et puis, t'appuies sur le bouton et tu serres les fesses. Et... Ah. Bon, en tout cas, si cette vidéo elle t'a aidé, s'il te plaît, un pouce bleu, tu commentes la vidéo et tu t'abonnes. Ça nous aiderait vachement et ça nous ferait super plaisir.